dass der Gecko S auf jeden Fall eine Lücke schließt, ja, weil es ganz viele Greifreifen auch für Kinder gibt, die sehr viel Grip bieten. Und dann gibt es halt wieder erst nur diese normalen Greifreifen. Und jetzt halt einen zu haben, der sozusagen da zwischen ist, dass man halt sagen kann, okay, die brauchen nicht den ganz vielen Grip, aber die brauchen noch ein bisschen Grip oder halt nicht zu groß sind. Glaube ich, dass da eine schöne Geschichte ist, um die Kinder halt auch ins richtige Greifen zu gewöhnen. Vor allem den Kindern, die man halt immer wieder sagen muss, wie sie greifen sollen und die es dann trotzdem nicht machen. Die machen das halt mit dem Gecko bzw. auch mit dem Curve dann eigentlich automatisch.